So, meine lieben mächtigen Piratens, das haben wir wieder. Was haben wir eigentlich? Wir haben den Barmann, aber wir müssen da noch mal rein, glaube ich. Ich muss den mal fragen. Also wir müssen auf den Friedhof, das war's. Wir müssen auf den Friedhof und müssen irgendwie, die hat den Ring. Die hat den Ring auf dem Friedhof und die ist in der Gruft der Meistersuppen-Tante Hydralda, Dingsda, Mumsda, und darum kümmern wir uns jetzt in einer weiteren Folge von The Curse of Monkey Island. Nicht Special Edition. So, an der Gruft angekommen. Ach, jetzt los. Geht es jetzt los? Okay. Ist das die Meister? War das die? Gruft der Meistersuppe-Familie. Okay. Okay, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da reinkomme. Mit der Meißel vielleicht. Wir haben eine Meißel. Nadel. Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Okay. Wie komme ich denn da rein? Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Okay, das geht nicht. Komme ich mit dem Hammer da rein? Mit der Häusennadel gestrickt? Ich frage den nochmal. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich die Dialoge zu Ende geführt hatte beim letzten Mal. Beim letzten Mal, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Komm, geh mal ein bisschen schneller. So. Wollen wir nochmal mit dem reden, ne? Das ist die Meisterin der Wahrsagerei. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Erzählen Sie mir noch einmal die ganze Geschichte mit dem Ring. Der Verlobte meiner toten Großtante stahl den Diamanten und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den Verlobungsring bis zu dem Tag, an dem sie starb. Okay, dann hat sie ihn noch. Begraben in der Gruft der Familie Meistersuppe. Okay, da ist sie drin. Gestorben an einem gebrochenen Herzen. Okay. Erzählen Sie mir noch einmal die ganze Geschichte mit dem Ring. Der Verlobte meiner toten Großtante stahl den Diamanten und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Okay. Sie trug den Verlobungsring bis zu dem Tag, an dem sie starb. Und sie liegt begraben in der Gruft der Familie Meister. Okay, ich muss in die Gruft. Gestorben an einem gebrochenen Herzen. So, wie kommen wir denn dahin? Wie komme ich rüber zur Totenkopfinsel? Nun, es gab eine regelmäßige Fähre zur Totenkopfinsel. Aber er ging auf dem Meer verloren, als der Leuchtturm kaputt war. Okay, das hatten wir letztes Mal auch schon mal. Seine Stärke. Okay. Wie läuft das Geschäft? Oh, ich brauche noch etwas zu trinken. Nicht gut, nehme ich an. Sehen Sie sich um. Keine Gäste, kein Essen. Keine Unterhaltung, nicht einmal die Kannibalen kommen her. Mein einziger Stammkunde ist eine alte, unheimliche Wahrsagerin, die allen einen Schrecken einjagt. Das soll natürlich keine Beleidigung sein, Madame Xima. Dein Erstgeborenes soll die Pocken kriegen. Ja. Okay. Was geschah mit all den Gästen? Als der Ort den Bach runterging, sind alle abgereist. Alle außer einem. Der Gast, der niemals ging. Kommt jetzt was Gruseliges? Ich warne Sie. Jede Nacht hörten wir seltsame Geräusche aus diesem Zimmer kommen. Schreckliche, fürchterliche Geräusche, die das ganze Hotel erschütterten. Jedes gefolgt von schlimmsten Schreien und Flüchen. Dann eines Nachts hörten die Geräusche einfach auf. Und ein furchterregendes Jammern und Klagen trat an ihre Stelle. Ich habe das Zimmer verriegelt und geschworen, niemals mehr diesen hasserfüllten Ort zu betreten. Würden Sie mich in das Gästezimmer im oberen Stockwerk lassen? Nein, er ist aus gutem Grund verschlossen. Niemand darf die dunklen Geister stören,
die dieses Zimmer bewohnen. Warum versuchen Sie nicht, dem Ort ein bisschen Leben einzuhauchen? Nun, das ist eine ganz schöne Geschichte. Vor Jahren war dieses Hotel eines der heißesten Reiseziele in der Karibik. Die Leute kamen aus aller Welt, um unsere weltberühmte Abendshow zu sehen. Vielleicht haben Sie den ungewöhnlichen Grill draußen auf der Veranda gesehen. Nein. Nun, dieser Grill war Kernstück unserer abendlichen Unterhaltung. Ist ein Grill nicht die zentrale Attraktion der meisten anspruchsvollen Aktivitäten des Nachtlebens? Möglich, aber niemand hatte einen Grill wie diesen. Jeden Abend versammelten sich die Gäste auf der Veranda und genau um 6 Uhr. Haben Sie die Holzkohlenanzünder herausgeholt? Nein. Wollen Sie die Geschichte hören oder nicht? Entschuldigung, ich bin so fasziniert. Bitte machen Sie weiter. Nun, jeden Abend, genau um 6 Uhr, brach der Vulkan aus. Die Lava floss an der Seite des Berges. Natürlich, die Lava, natürlich. Die unter dem Grill verläuft. Die Gäste waren hin und weg. Besteht da nicht eine gewisse Brandgefahr? Nun, wir hatten ab und zu Verbrennungen dritten Grades. Aber man war sich einig, dass es das wert war. Dieser Vulkan war ein echter Partyknüller. Eines Tages hörte der Vulkan unerklärlicherweise auf, auszubrechen. Ohne unsere Hauptattraktion verlor das Hotel einfach seine Anziehungskraft. Okay, wir müssen... Seitdem ging es bergab. Und der Vulkan ist bis heute nicht mehr ausgebrochen. Tragisch. Okay. Wenn Sie vielleicht mit einem aggressiveren Marketing... Ich habe alles versucht. Pamphlete, wie der immer so macht, Aufkleber, umfassende Printkampagnen. Ich habe sogar versucht, Fläschchen mit meinem eigenen Blut zu verkaufen mit der Aufschrift. Meine Eltern waren auf Blood Island. Und alles, was sie mitgebracht haben, war diese schäbige Blutprobe. Das ist eklig. Im Nachhinein betrachtet ist es das. Vielleicht könnten Sie ein paar zusätzliche Entertainer buchen. Ich habe vor einiger Zeit einen Jongleur gebucht, aber daraus ist nichts geworden. Ein launischer Kerl. Erzählte die ganze Zeit, wie er für seine Kunst leide und so weiter. Die Gäste hassten ihn. Sie jubelten sogar, als er während einer Feuerschluckervorführung in Flammen aufging. Wenn Sie sich vielleicht auf die Geschichte von Blood Island konzentrieren. Welche Geschichte? Die Insel hat eine Windmühle und einen Leuchtturm. Es gibt nicht viel zu sehen. Okay, ich glaube, das... sollten Sie das Hotelgewerbe aufgeben. Die Meistersuppes waren immer schon im Hotelgeschäft. Ich muss meinen Teil dazu beitragen, den Traum am Leben zu halten, Räume buchen und Drinks mixen. Das ist rührend. Entschuldigung, Drinks rühren? Nein, ich meinte... Ach, egal. Okay. Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. So, ich kann hier einen Drink bestellen. Mit dem Drink kann ich vielleicht noch was erledigen. Ich nehme noch mal... Ich möchte einen Drink, bitte. Genau. Okay. Jetzt gucken wir mal, was wir im Inventar haben. Der hat uns gegeben ein Rezeptbuch. Wir hatten ja von dem auch noch was gekriegt. Mal gucken, was das ist. Rübe frei. Ideal gegen vernebelte Köpfe. Da stand irgendwas gefährlich mit Alkohol, ne? Die Flasche ist verschlossen. Die Flasche ist verschlossen. Okay. Verdammte Kindersicherung. Ich bekomme sie nicht auf. Okay. Wie kann ich die aufmachen? Hm.
Das hat sie geöffnet. Ah, guck mal. Cool. Das macht den Drink umso ansprechender. Mir fällt gerade ein, dass das Vermischen von Medizin und Alkohol eine wirklich dumme und vermutlich tödliche Angelegenheit ist. Wäre ich eine reale Person anstelle einer lieblichen Zeichentrickfigur mit dem Potenzial für einige weitere Fortsetzungen, würde ich nicht mal dran denken. Skull! Okay. Das ist komisch. Es müsste eigentlich schläfrig machen. Ich fühle mich kein bisschen schläfrig. Okay. Genau genommen für... Okay. Sagte also der Leichenbestatter, ich wollte ein Sargträger werden, aber ich bekam Asthma von der feuchten Erde. Du bringst mich zum Platzen, Bart. Also was ist mit dem neuen Kerl? Oh, er ist jetzt schon eine Stunde so. Der ist hin. Der wird wieder zu sich kommen. Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er tot ist. Ich schätze, das ist dann das Ende des Spiels. Was ist jetzt? Wo er die Hauptperson des Spiels ist und so. Komisch. Ich dachte, man kann in Adventures von LucasArts gar nicht sterben. Vielleicht probieren die jetzt was Neues. Soll ich mich um ihn kümmern? Würdest du das? Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn er so da liegt. Ruhe in Frieden und all das. Und all das. Ende. Nee. Du hast 0 von 100 Punkten erreicht. Du gehörst auf Monkey Island. Ich bin nicht wirklich tot. Ist das geil. Kann mich gar nicht dran erinnern. Oh, hör auf damit. Okay, ich muss was dem sagen. Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Er ist scharf. Er ist scharf. Ich muss den Hammer mit etwas anderem benutzen. Nein. Nein. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Nein. Bin ich denn überhaupt? Ach, da liege ich. Ah! Okay. Huch! Wo kommt dieses verräterische Hämmern her? Es kommt aus einem der Särge. Von den Toten. Von den Toten, die mich umgeben. Sie müssen mein schreckliches Geheimnis kennen. Sie werden mich nie ruhen lassen, bis ich für das Unrecht, das ich begangen habe, bezahlt habe. Ein Moment mal, ich habe gar kein schreckliches Geheimnis. Okay. Gucken, ob wir da was damit machen können. Dass ich aus der Sache Stan! Raus bin, obwohl es ein geräumiges, komfortables Modell mit viel Bewegungsfreiraum war. Hallöchen, du kommst mir irgendwie bekannt vor.
Ja, nun... Natürlich, Guybrush Threepwood. Du bist der, der mich hier eingesperrt hat. Ja, weißt du, ich wollte... Nein, 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 ich will nichts hören. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, weißt du? Nachzudenken über die Dinge, die wirklich zählen. Ich weiß nicht, ob du es in Betracht gezogen hast, Sohn. Aber lebendige Begräbnisse sind hier in der Karibik kein ungewöhnliches Ereignis. Das wusste ich nicht. Nicht zu erwähnen die Piratenüberfälle und tödlichen Seekämpfe. Riesige, menschenfressende Reptilien. Gefährliche Treibsandgruben. Schießwütige Duellanten. Und natürlich diese lästigen Untoten. Hast du einmal daran gedacht, was mit deinen Lieben passiert, wenn dich dieses grausame Schicksal ereilt? Tja, nein, aber... Nun, du hast natürlich eine Menge Zeit, darüber nachzudenken. Oder nicht? Ich bin einer der Glücklichen. Ich war tot. Es hat mir eine ganz neue Lebensperspektive gegeben. Ein Leben, das ich der Bemühung widme, dass die Lebensversicherungswünsche der Leute erfüllt werden. Hier, nimm eine meiner Visitenkarten, die ich habe machen lassen. Wenn du in diesen Sarg eingesperrt warst, wie konntest du dann Visitenkarten machen lassen? Jetzt ist nicht die Zeit, sich um technische Einzelheiten zu kümmern, Sohn. Jetzt ist die Zeit, sich zu fragen, bist du versichert? Geh jetzt und lass mich mein Büro einrichten. Wir sitzen hier fest. Die Tür ist verschlossen. Quatsch. Das ist eine von Stans kuscheligen Gruften, ausgestattet mit einem Sicherheitsöffnungsmechanismus. Einfach hier an dem Griff wackeln. Okay. Wunderbar. Stan ist einfach cool, ne? So. Gehen wir nochmal rein. Vielleicht können wir mit dem reden. Ich glaube, ich brauche jetzt Versicherungsschutz. Warte eine Minute, Sohn. Gib mir eine Chance, mein Büro einzurichten. Und jetzt ab mit dir. Okay. Mein Büro einzurichten. Ja, wir sind im falschen Dings gelandet. Wir müssen hier rein. Wie kommen wir hier rein, ne? Kommen wir hier nochmal mit dem Meißel rein oder was? Vielleicht jetzt? Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück. Vielleicht können wir den noch was da an dem Club da machen. Hallo Leute, ich vermute, ihr fragt euch alle, wie es sein kann, dass ich von den Toten zurückgekehrt bin. Keine Fragen an den toten Typen, der wieder unter den Lebenden wandelt? Keine Fragen wie, ist da ein Leben nach dem Tod oder gibt es einen Himmel? Wird es ausreichend Parkplätze geben? Schön, dann eben nicht. Ich werde euch nicht mal was über das Jenseits erzählen, wenn ihr mich anflehen würdet. Hier ist es ja wie ausgestorben. Sie sagen es. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Wenn ich nicht so stinkreich wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Würden Sie mich in das Gästezimmer im oberen Stockwerk lassen? Nein. Er ist aus gutem Grund verschlossen. Niemand darf die dunklen Geister stören, die dieses Zimmer bewohnen. Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Jetzt gucken wir mal, ob wir da hin können. Minervas Dronaheim Meistersuppe, Baronin von Borscht.
Baron Karl Lambert Fressack Meistersuppe. Pionier der Crouton-Technologie. Er sieht dem Karl an der Bar ziemlich ähnlich. Ein wirklich modrig riechender Kleiderschrank. Er ist so modrig, dass ich ihn lieber nicht öffnen möchte. Es ist ein Klappbett. Okay. Die Meistersuppes. Ein Leben in Bildern von M.M. Meistersuppe. Ich komme nicht dran. Okay. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Okay. Okay. Ich komme nicht dran. Okay. Malerisch. Ich bin sicher, dass da nichts außer einer dieser Hotelbibeln drin ist. Ich muss irgendwie an dieses Bett kommen. Es ist ein Klappbett. Ich komme nicht dran. Es geht nicht auf. Ich lasse es lieber offen. Da ist ein eigenartiger Geruch im Flur. Man kann auf den Friedhof schauen. Okay, wir müssen irgendetwas mit diesem... Wir müssen irgendetwas machen. Mit diesem Bett. Wir müssen da drankommen. Guck mal, was ist denn hier mit der Tür hier? Es ist eine Tür mit einem Bullauge. Für die gewisse nautische Note. Es ist ein Haufen alter Porträts der Familie von Salat. Und ich dachte, die Meistersuppes wären ein unscheinbarer Verein. Ich habe keine Verwendung für die Porträts der Familie von Salat. Das will ich nicht durchschneiden. Tja, was soll ich hier? Es ist ein Haufen alter Porträts der Familie von Salat. Nein. Ich habe keine Verwendung für die Porträts der Familie von Salat. Sie führt zurück in den Flur. Tja, Leute, das ist die Aufgabe für die nächste Folge. Wir haben wieder 24 Minuten, sind schon wieder durch von dieser Folge. Wir müssen irgendwie... Oh, guck mal, wir haben ein Sofa. Ich habe noch was gefunden, benutze Sofa. Keine Zeit dafür, ich muss meine Braut retten. Keine Zeit dafür, ich muss meine Braut retten. Bequem. Was soll ich denn damit? Schere? Mit Sofa?
Das will ich nicht durchschneiden. Ja, wie komme ich jetzt an dieses Buch dran? Ich glaube, ich muss irgendwie an dieses Buch dran. Kann ich vielleicht von draußen und durch das Loch? Ah, guck mal hier. Es ist ein Gefrierkühlschrank mit einem Magneten dran. Okay, Magneten haben wir jetzt schon mal. Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Es ist mit Meistersuppe Familienaufzeichnungen beschriftet. Ah! Ich kann nicht das ganze Käserad aufnehmen. Okay. Beschriftet ist es. Dann können wir vielleicht die Schere doch jetzt hier benutzen. Ich brauche etwas, mit dem ich ein Stück abbrechen kann. Okay. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall Käse, wofür auch immer gut sein soll. Ungeschmortes Stück Nacho-Käse, okay. Es ist mit Meistersuppe Familienaufzeichnungen beschrieben. Ich bin sicher, das ist nur ein Haufen juristisches Zeug, das ich sowieso nicht verstehe. Gut. Wir haben ja schon wieder was eingesammelt. Das ist jetzt wirklich das Ende dieser Folge, weil diese Tür hatte ich noch nicht geöffnet. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Irgendwie müssen wir oben durch dieses Fenster. Wir wollten noch mal draußen gucken. Ich höre doch noch nicht auf. Sorry. Nacho Macho. Wir gucken mal. Haben wir hier noch irgendwo ein Fenster oder da oben? Lampignon. Hier noch ein Fenster oder was? Komme ich jetzt zum Friedhof? Nee, da, das ist ein anderer Fall. Guck mal. Nein, nein. Tja, ich weiß noch nicht so genau, wie ich so weitermache, aber ich wollte an sich da hoch zum Fenster, aber irgendwie scheint sich da nichts zu tun. Nein. Griswold Meistersuppe präsentiert? Nein. Tja, ich weiß es nicht genau, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Runde wieder, wenn es wieder heißt auf der Monkey Island. So, die Meistersuppe sind zu reden. Ich weiß noch nicht, was ich da oben soll, aber wir gucken mal nächste Mal weiter. Keine Ahnung, keine Meinung, kein Konzept. 30 Minuten Folge ist erledigt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und vieles Like hier in den Kommentar. Jedes Abonnement und wünsche euch weiter viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann, euer Alter, wenn es will, und dann bis zum nächsten Mal. Wenn wir wieder The Curse of Monkey Island nicht Special Edition spielen. Bye bye, ciao ciao.